Hi Leute, ich bin's, euer Marco von Nerdisch. In dieser Videoreihe geht es um TypeScript und warum du von JavaScript auf TypeScript wechseln solltest. Mehr dazu nach dem Intro. Okay Leute, ihr wisst ja, JavaScript ist eine super beliebte Sprache. Da machen wir uns nichts vor, ja? Das wird verwendet von allen Firmen, ob groß oder klein. Sei es für mobile Applikationen, für Frontend-Applikationen im Browser, was ich, irgendwelche Single-Page-Applikationen oder im Backend für irgendwelche Microservices in Node.js. Ja? Da gibt es unzählige Einsatzmöglicheiten. So, und es ist halt beliebt dafür, dass es relativ leicht zu erlernen ist, würde ich behaupten, dass es eine dynamische Sprache ist, es hat kein Type-System und man kann einfach loslegen und irgendwie funktioniert es schon, ja. Und an der Stelle hake ich jetzt einfach mal ein. Wenn man sich vorstellt, dass JavaScript eigentlich für kleine Sachen gedacht ist, ja, also für kleine Geschichten im Browser von, sagen wir mal, 100 bis maximal 10.000 Zeilen Code. Dafür ist es ursprünglich gedacht. Und heutzutage, wenn man so Applikationen baut, Single-Page-Applikationen, ja, mit React, Vue.js, dann kommt man locker über diese 10.000 Zeilen von Code. Und man arbeitet mit mehreren Leuten zusammen, mit einem Team. Und da wird es dann langsam schwieriger, so Fehler zu erkennen, ja, Refactoring zu machen, einfach so Probleme schon während der Entwicklungszeit aufzudecken und nicht während der Laufzeit. Ne? Wie gesagt, JavaScript ist eine dynamische Sprache, das wird erst während der Laufzeit alles geprüft und gecheckt, ob da irgendwie alles in Ordnung ist oder nicht. Und an dieser Stelle kommt TypeScript ins Spiel. Yeah. TypeScript bietet dir einfach Funktionen und Möglichkeiten, die du aus High-End-Sprachen wie Java zum Beispiel kennst oder Scala. Ne? Du hast zum Beispiel ein statisches Typsystem, was dir schon vor der Laufzeit zeigt, wo du Probleme in deinem Code hast. Ja? Des Weiteren bietet es dir Autovervollständigung, also Statement Completion. Es bietet dir Refactoring-Möglichkeiten. Es bietet dir Code-Navigations. Und es bietet dir quasi, und dadurch, dass du einen TypeScript-Compiler hast, bietet es dir die Möglichkeit, dass du schon die neuesten JavaScript-Funktionen oder ECMAScript-Funktionen nutzen kannst und entwickeln kannst damit und trotzdem später einfach das runterkompilieren kannst auf die entsprechende Version, die deine Browser, deine Nutzer, wer auch immer unterstützen. Ja? Okay, das heißt, ich habe jetzt viel gelabert und jetzt schauen wir uns das einfach mal im Code an, ja? Was ich meine. Okay, was sehen wir? Ich habe einfach mal ein Beispiel aufgeschrieben. Einfach so aus dem Kopf, wie man es immer macht im JavaScript. Ne? Man tippt, man hofft dann später im Browser, dass es funktioniert. Das heißt, unsere Datei ist eine JavaScript-Datei und wir rufen hier eine Funktion getNames auf und ja, die macht irgendwelche Dinge. Anscheinend arbeitet sie mit einem Array und dann wird da irgendwas überprüft und dann wird dann irgendwie der Name rausgeholt und zu Großbuchstaben umgewandelt und dementsprechend als Array wieder zurückgegeben. Okay. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Datei JavaScript in TypeScript umwandle? Das heißt, TypeScript-Files werden als TS-Dateien abgespeichert. Man schaut, sieht das auch gleich hier vorne, dass TypeScript ist. Nur zur Information, ich nutze hier den VS-Code und dieser VS-Code ist auch komplett in TypeScript entwickelt worden. Das heißt, das zeigt dir auch schon, du siehst auch hier unten, das weiß, okay, hier ist eine TypeScript-Datei und checkt schon mal schon ein bisschen was. Und dann siehst du schon mal die ersten Fehler, die hier auftauchen. Ja, das heißt, okay, was ist denn hier das Problem? Cannot find name prefix. Ja, warum nicht? Schaut mal hier, ich nutze in dem if-Block eine Variable prefix, ja, und verwende sie dann außerhalb des if-Blocks, was höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht hier reinkomme, undefined ist. Ja, schon den ersten Fehler entdeckt, ohne dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal weg, weil das für unser Beispiel vielleicht nicht so wichtig ist. Also, speichere das. So, und jetzt kommen wir zu unserer statischen Typisierung. Das heißt, wir definieren uns hier ein Interface. Das heißt, ich schreibe jetzt mal das Customers, die will ich jetzt beschreiben, wie ist ein Customer aufgebaut, was hat ein Customer. Das heißt, ich schreibe hier hin Interface, Customer, so. Der hat einen Namen vom Typ String, ja. Und der hat meinetwegen noch ein Age. Und das ist ein Integer oder eine Number in JavaScript. So. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich erwarte ein Array an Customers. Das heißt, ich sage jetzt über Doppelpunkt, ja, wie du das auch aus anderen Programmiersprachen kennst.
Ich möchte hier, oder der Eingabeparameter ist quasi ein Array an Customers. Und jetzt schaut her, jetzt kommen schon mal die nächsten Fehlermeldungen, wo er sagt, wow, okay, getNames erwartet ein Array an Customers und ich rufe getNames mit einem String auf. Ja, da kann ja was nicht hinhauen, ne? Das heißt, hier wird mir schon mal ein Fehler angezeigt. Das ist wunderbar. Und ich sehe hier noch einen Fehler, was wohl heißt, to uppercase does not exist on a string. Ah, okay. Da habe ich mich wohl verschrieben. Wie heißt es denn normalerweise? Ich kann ja drüber draufklicken und ich kann sagen, ja, mach mal gleich den Fix. Alles klar. Habe ich anscheinend mich verschrieben. Ja, also das ist schon mal eine fette Sache, die dir TypeScript bietet. So, das hier, dann mache ich mal ganz kurz, gebe ich einfach mal ein leeres Array rein. Und was noch cool ist, ich habe jetzt Autovervollständigung. Wie wir jetzt wissen, ist das ein Array. Das heißt, ich kann jetzt einfach zum Beispiel einen ganzen Punkt machen und kriege alle Funktionen, die mir ein Array bietet, aufgelistet. Ist doch wunderbar. So, und jetzt haben wir ja unser Slice dazu gemacht. Und ich kann sogar die Code Navigation, was ich eben schon angesprochen habe, draufklicken und gelange quasi auf das Interface sozusagen, ne? Wie das deklariert worden ist. Und du siehst, hier sind solche Dateien, die heißen .d.ts, das sind Declaration Files. Dort werden quasi alle möglichen Funktionen beschrieben und aufgelistet, welche Parameter erwartet werden und was der Rückgabeparameter ist und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen wir später noch in dem nächsten Video dazu. Alle wichtigen Libraries, die du mit NPM installierst, fast alle, haben diese Declaration Files. Das heißt, du kannst TypeScript schon für deine Frameworks nutzen, die du wahrscheinlich jetzt schon im Einsatz hast. Das ist echt eine richtig coole Sache. So, das heißt, hier können wir das aufklären. Wir haben hier den Fehler korrigiert und wir können jetzt hier einfach ein Array an Name reingeben, was ich foo. Jetzt kopieren wir das mal. Und bar. So, was sagt er denn jetzt? Der sagt mir, hey, Customer muss noch ein Pflichtfeld, hat ein Pflichtfeld Age, was ich noch nicht angegeben habe. Das heißt, was ich machen kann, entweder sage ich, ja, okay, es ist ein Pflichtfeld, ich muss es hier noch einfügen. Ja, zum Beispiel mache ich jetzt mal Age, Doppelpunkt. Jetzt mache ich es mal als String 8 oder 89 in dem Fall. Und dann meckert er mir hier schon wieder. Ich sage, das ist vom Typ Number und gebe einen String ein, ja, das passt nicht. Ja? Das heißt, das muss ich halt auch wieder fixen. Und was ich aber noch machen kann, ich sage, okay, das ist optional, muss nicht da sein. Wie gesagt, zack, Fragezeichen hier dran, also optional. Wunderbar, Code funktioniert, Code ist sauber, wir haben keine Probleme drin und wir können uns fast sicher sein zu 100%, dass es auch in Production laufen wird. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen helfen, einen Einblick zu bekommen in TypeScript. Hat dir das Video gefallen? Drückt die Glocke, drückt den Subscribe-Button und was man alles drücken muss. Ihr kennt den Scheiß. Alles klar? Peace and out. Euer Marco.